Abend, wir haben Ihnen ein schönes Lied mitgebracht. Heimweh. Heimweh nach Wien. Heimweh nach einem Fleischlaberl. Das ist eine Frikadelle. Heimweh. Zu Hause schaut mein Alte dem Günther Jauch beim Spülen zu. Da plötzlich packt mich so ein Hunger und mir wird's ganz blümerant. Ich trink noch ein Viertel, da kommt der Ober angerannt. Geh, Toni, du musst was essen, sagt er mit seinem dummen Gesicht. Alles, was ich will, ist das Saufen, aber essen will ich nicht. Da stellt er vor mich einen Teller. Das ist jetzt, wenn ich's dir schon sag, dieses Fleischlaberl ist von gestern und ist das Einzige, was ich hab. Grauslich. Das letzte Laberl liegt auf dem Teller. Ich drück den Senf drauf, ich brech die Semmel. Doch dieses Laberl ist zum Essen zu schön. Ich trink noch ein Viertel, der Ober kann mich nicht verstehen. Und ich schau auf das Laberl, ein bleiches Trümmerl, Fleisch und Fett. Das schaut aus wie mein Alte, wenn's vor mir kniet auf dem Bett. Das war jetzt gar kein guter Gedanke, denn jetzt wird's mir richtig schlecht. So ein gut gekühltes Viertel, ja, das käme mir jetzt grad recht. Kaum hat mir dieses kühle Viertel meine Gurgel gut benetzt, da seh ich was furchtbar Schierches, was mich ganz und gar entsetzt. Auf dem Teller, da vor mir, da hat sie das Laberl dupliziert. Ich ruf den Ober noch ein Viertel, bevor mir's noch zum Schreiben wird. Das letzte Laberl auf dem Teller hat einen Zwilling. Mein Puls geht schneller, denn dieses Laberl war vorhin ganz allein. Ich hab was mit die Augen, anders kann das gar nicht sein. Dann sicher hat mich wer vergiftet, mein Alte oder der Ober, dieser Tschusch, oder der Neger vorhin im Bus, der soll doch heimfliehen in sein Busch. Oder waren's die Israelis, deren Orangen schäl ich mit Geduld? Na, wer sagt's denn, es stimmt tatsächlich, an allem sind die Juden schuld. Die sollten wir alle zusammen vernichten und bei heute gerade dazu. Wär mein Führer noch am Leben, hätten wir heut unsere Ruhe. Doch da gab's noch einen anderen, und der war für uns wie ein Geschenk. Ich muss gleich ein bisschen weinen, wenn ich jetzt so an ihn denk. Ja, was schaut er das an, da auf dem Laberl, da erscheint sein Gesicht. Ja, das ist ein Wunder, ein Wunder. Das ist wie dieses englische Toastbrot, wo die Maria Mutter Gottes erschienen ist. Erst Oberkund schaut er das an, sein Gesicht. Das letzte Laberl
Della hat's Gesicht vom Heider, wird immer heller. Du, dieses Laberl ist ein Wunder von Kärntens großem Sohn. Der Papst soll's heilig sprechen und wir stöhnen's in den Stephansdom. Schau, wie das alles wieder aufersteht. Ha!